Ne? Achso. Okay, I have good news and I have bad news. Give me the bad news first. The tea fields have been ravaged. The workers have fled or been killed. The storehouse is empty and all the tea we found was corrupted with crude. What's the good news? The good news is that what I just said is gonna totally bum you out. I guess that's only good news to me though. I hate you. Oh, buddy, I hate you too. Ich dachte, wir haben diese hochkonzentrierte Teelösung da gefunden. Was? Oh, Lo Wei, thank you for coming. I've had the most distressing news. Did your hamster get eaten by your bunnies? The situation is dire. Will you help or not? That depends on what you're paying. It's always about the money with you, isn't it? No, sometimes it's about sex. And sometimes it's about sexy money. Will you shut up? There was a man here. He took photos of Amiona while she was bathing. Bathing, huh? Scandalous. You cannot allow these photos to get out. Her reputation is already slutty enough. Enough talk. Okay, okay, fine. But I expect to be paid entirely in sexy money. None of that Ben Franklin stuff. Guy looks like a potato in a wig. Please, just hurry. Try it, okay. Hm. Na komm. Natürlich machen wir das. Und auch nochmal gucken, was wir für Skills nochmal hochbringen könnten. Swordmaster. Moment, sind das Sekunden? Heißt das, ich muss eine Waffe, davon eine Waffe 100 Sekunden lang nicht benutzen, dann wird sie nachgeladen? Nee. Was für ein Gammelskill. Auch 20 Sekunden ist mir zu lang. Wenn, dann müsste es instant sein. 5 Sekunden höchstens. Nee, 4 Slash. Ich habe sogar schon 2 Punkte drin. Interessant. Ich glaube, ich würde... Oh, das hier haben wir ja auch noch in Speed. Ja, Vortex oder Like the Wind? Vortex Range. Genau, ich würde erstmal Vortex machen. Und dann mit dem nächsten Skillpoint würde ich dann Like the Wind machen. Das hört sich noch ein Plan an. So, jetzt muss ich doch wieder I drücken. Aber komm, jetzt machen wir mal die Center-Mission. Die hört sich geil an. Da komm schon, laut schneller Spiel. Oh, Center Town. Weihnachten. Was zur Hölle? Was ist denn das? Hä? Wie geil! Auch das Schneestapfen. Warte mal, hier war noch irgendwo eine Truhe. Einfach nur mega.
Ich wusste es. Hallo? Ja, ein Tower. Natürlich. Die anderen Seven Towers hier. Ist Weihnachts- eine Weihnachtsmelodie hier? Komm hier nicht durch? Doof ist denn das? Ich hasse euch, Humore. So, hier haben wir noch eine Kiste. So. Hier haben wir irgendwo noch so einen Fortune-Cookie. Alon. Der ist auseinandergebrochen. Aua. War nicht, dass sie das können. Never send a stout to do a vowels job. Okay, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich weiß weder, was ein stout noch was ein vowel ist. Ich habe keine Ahnung. Oh. Bam, bam. Warte mal, hier ist doch irgendwo noch ein Paket für mich. Ja. Hallo. Oh. Das ist auch geklärt. Was liegt da? Was sind da finden? I love the smell of demon. Ich hab's, die haben Weihnachtsmützen auf. Krass. Okay. Voll cute. Ich hab Bock auf euch. Komm. Alle Weihnachtsmützen auf. Auf Kurs gebracht. Tot? Nein. Verschämtheit. Moment. Das ist ein Riesenmonster, ne? Das will ich haben. So hat der auch Feuerschaden bekommen. Der war doch 100.000% außer Range. Ich. Ja. Irgendwie. Nee. Okay, das Riesenmonster will ich schnetzeln. Ist ein Safe Point irgendwo? Ah ja, da muss ich auch noch mal durch. Bin mir sicher, nachdem ich alle Pakete eingesammelt habe. Hi.
Okay. War's das, hä? Hier müssten eigentlich noch mehr sein. Aber hier in der Ecke? Ja, hi. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, ich gebe es zu. Mission ist schon ein bisschen, also ist schon ein bisschen overlevel für die. Ich mach den irgendwie schon mit Damage. Oh nein. Kommt der nicht hoch. Was könnte da schon Schlimmes drin sein? War hier nicht noch irgendwo? Da! Tada! Das sind bestimmt die beiden Riesenviecher. Erstmal komme ich jetzt zu dem Tor da, das sich jetzt bestimmt geöffnet hat. Da, 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 da. Oh. Und noch mehr Gegner. Und Tumor, ich hasse Tumor. Für mich auch. So. Ja, genau, genau. Das Tor meinte ich. Jetzt sind links und rechts. Terminate all Chili Rudolphs? What the hell? Krampus. Okay, gehen wir erstmal da hinten.
bist du und du bist ein Chili Rudolf. Was ist du denn für ein Viech? Nope. Chili Rudolf? Kommst du wohl mal hierher? Ja! Dann auch noch Hilfe holen, ne? Was tun wir für eine? So. Okay. Ach verdammt, da war auch noch ein Healpack. Okay, okay. Ah, da hinten ist wieder wahrscheinlich ein Chili Rudolf. Another day, another demon. Oh, aber Chili Rudolf. Locken einen immer woanders hin. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Aber da war auch noch irgendwas. Relativ in der Mitte. Hm. Verdammt, ich wollte einen Schluck Kaffee nehmen. Zwei? Nee. Oh Gott, ich glaube, das ist der Krampus. Was hältst du denn, Krampus? Von ein bisschen. Ist der? Fire Vulnerable. Verdammt. Okay, kommt schon. Okay, einen haben wir aus dem Weg geräumt. Zweite folgt zugleich. So, haben wir dir deinen fetten Arsch versohlt. Oh. Okay. Das war's mit Krampus. A man who does not think for himself does not think at all. Oscar Wilde. So. Oh, Orb of Masamune.
Das sieht ja mal geil aus. Okay, dafür sind das jetzt hier gerade die falschen Gegner. Aber nach dieser Mission werde ich das mal ausrüsten. Das sah richtig nice aus. 100% Eis stand da auch. So. Sollte das irgendwie... Ja gut, hier sehe ich es nicht. 53% nur. 50% nur. Das heißt, ich habe bei jedem Schlag dann einen Eiseffekt. Oh, warte, da ist noch ein Fortune-Cookie. Dürfen wir nicht übersehen hier. Civilization is just something that sounded like a good idea when God was drunk. Hier lernt man was fürs Leben. Hallo, ihr kleinen Serpentowers, Serpentowers, Serpentowers. Oh Gott, das war ein Vortex, glaube ich. Hält doch nicht. Ja, das hast du 2 Sekunden vorher schon gesagt gehabt. Da hinten ist irgendein Heilding. Hier. Okay. Toxic Vulnerable. Na komm her, du. Weihnachten ist gerettet, würde ich sagen. Okay. Vielleicht jetzt. Jetzt genug. Okay. Ach, Hideo war der Auftraggeber. Leel, was denn das? Und wie viel wollen wir wetten, dass Hideo da drin steckt? Oh, doch nicht. Zur Hölle? Nobizura Kage. Gott, jetzt habe ich 2 richtig geile. Kann ich dem widerstehen? Moment. Wer ist denn verwundbar? Nice. So. Wir haben jetzt wirklich interessante Waffen bekommen gerade. Nobizu. Damage Resist for Critical Hit. Und 25%. Das hört sich echt nicht schlecht an. Okay, erstmal hier gucken. Was haben wir denn alles so für Eisdinger? Das noch ein. Und von mir aus das hier noch. Oh. Nobizura Kage. Ja, gute Frage, was wir für dich hier machen.
Ein Swift-Core, das ist alles. Für Schwerter gibt es oftmals. Also wenig. Gute Sachen. Okay, ich sag mal, ich habe ein Feuerschwert, ich habe ein Eisschwert, irgendwie so ein elektrisches Schwert hier vielleicht. Hier mal Elektrik, das hier, ne? Weil ich glaube, ich nicht so gute Sachen für Elektrizität habe, ne? Wobei es geht, ne? Nice. Dann nehme ich wohl das mit 131, ne? So. Jetzt müssen die natürlich noch equipped werden. Das hier kommt als Ersatz für das und das hier kommt als Ersatz für das. Okay, gut, dass wir den Quest gemacht haben. Der hat uns ja mal richtig was gebracht. So, hi Hideo. Irgendwas Schönes? Oh Gott, das ist ja richtig geil. Hätte ich kaufen sollen, glaube ich. Okay. So. Wir haben wieder ein Sidequest. Flirty Fishing? Was? Ach ja, das. Aber ich habe auch gerade noch zwei Skillpunkte, fällt mir gerade ein. Ne? Ich wollte jetzt hier nochmal Like the Wind hochmachen. Oh, der letzte Punkt bei Vortex kostet aber auch nur zwei. Trotzdem, ich glaube, ich nehme das. Vielleicht nehme ich auch noch das Dreier-Ding irgendwann, das Zehner vermutlich nicht, obwohl das 9% sind. Müsste man eigentlich merken, ne? So, Missing in Action oder Flirty Fishing? Na komm, nehmen wir mal Missing in Action erstmal. Es gibt echt unendlich Nebenquests hier und Sachen, die man machen kann, gefühlt. Also das ist echt so ein Spiel, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass nochmal ein ordentlicher DLC kommt. Also, es gab ja schon DLCs, aber die waren ja alle kostenlos bisher. Also so ein richtiger Expansion, so eine Art Add-on oder irgendwie so. Würde ich auch gerne für zahlen. Macht einfach Spaß, sich durch die Gegnerrollen zu schnitzeln hier. So. Irgendwie ist mein Schwert durchsichtig oder täuscht mich das? Ruhe schwebt ein bisschen. Naja, gut.